bereit. Gemeinsam kämpfen wir gegen die Zeit. Feuerwehr, Feuerfels, stark vereint. Unser Held, der immer scheint. Wie früh ist es denn? Oh, 8 Uhr. 8 Uhr am frühen Morgen. Es regnet. Es ist kein so schönes Wetter. Aber gut, wir haben heute ein bisschen was vor. Und zwar wollten wir heute die ersten Vorbereitungen treffen. Machen erstmal die Taschenlampe hier an. Für die Beleuchtung an unserer Wache. Es ist echt dunkel hier drin. Man sieht ja fast gar nichts. Haben wir kein Licht an? Ach jetzt, wollte schon sagen. Ich dachte erst, wir hätten das Licht an, aber irgendwie habe ich es noch nicht gesehen. Aber gut, wir müssen es ja manuell einschalten. Ja, es ist wirklich, wirklich kein schönes Wetter. Ja. Aber gut, wir können es jetzt nicht ändern. Wir müssen es akzeptieren. Das ist dann halt so. Ich hoffe, dir geht's gut. Nach den letzten Tagen hier, ja, ich lebe mich ein. Sagen wir es mal so. Es ist alles noch ziemlich neu, aber ich komme klar. Das passt auf jeden Fall. Ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt einfach mal hier die Sichtbarkeit wieder aus. So, okay. Huch. Das war knapp. Gut, dass wir nochmal gebremst haben. Das ist echt nicht schön, dieses Wetter. Sag mal, können wir nicht auch... Ah, ich wollte gerade hier drin parken. Komm, das machen wir jetzt auch einfach mal. Dann werden wir nur ganz kurz nass. Wir haben ja sowieso kein anderes Fahrzeug da drin. So, passt. Sehr schön. Ist ja sowieso keiner hier. Es ist ja auch relativ früh am Morgen. Oh, das Wetter wird besser. Das ist mal wieder typisch, ne? Kaum bist du jetzt drin... In der Garage hört es auf zu regnen. Sehr schön, dann können wir auch draußen parken. Das ist auch gar kein Thema. Ja, das ist eine merkwürdige Tierrettung. Wie Katze verschwunden ist, das gibt mir immer noch so ein bisschen Rätsel auf. Weil ich war der festen Überzeugung, dass es eine Katze war. Hast du ja auch gesehen. Aber wieso das jetzt alles so merkwürdig ist, das ist mir weiterhin ein sehr, sehr großes Rätsel. So, dann sind wir jetzt hier und ich habe ja gesagt, wir gucken jetzt, was sind so die besten Orte, um hier dann auch so einen Scheinwerfer hinzustellen. Wir hatten es ja eben schon ein bisschen dunkler. Also eine Möglichkeit, die ich auf jeden Fall sehe, wäre hier in der Ecke. Wir könnten auch theoretisch den hier hinstellen. Das wäre auch noch eine Option. Mir ist einfach nur wichtig, dass wir eine gute Beleuchtung haben. Hier in die Ecke könnte man auch theoretisch noch eine Lampe stellen. Nur die Frage ist natürlich, wir haben ein gewisses Budget von 2.500 Euro vom Bürgermeister genehmigt bekommen. Er hat gesagt, wir dürfen uns Lampen aussuchen, die hell sind und hier auch gut hinpassen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, welche Lampen nehmen wir? Wir können ja noch mal im Shop gucken, welche Lampen es hier so gibt. Und dann sehen wir auch direkt, wie sich das dann hier optisch macht. Also das ist auch eine Möglichkeit, aber die sind zu teuer, dafür brauchen wir einfach zu viel. Davon können wir uns nicht genügend leisten. Wie teuer ist denn diese Straßenlaterne?
So, hier haben wir so ein Flutlicht. Kleines Flutlicht. Kleines Flutlicht, wohlgemerkt, ne? Das kleine Flutlicht ist riesig. Dann haben wir hier auch ein kleines Flutlicht. Sind das nicht die gleichen? Kosten auch genau viel. Genauso viel. Also das wäre eine Möglichkeit. Das könnte man machen. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt hier oben den Scheinwerfer uns angucken, der könnte ja auf das Haus leuchten. Das wollen wir natürlich nicht. Das wäre keine gute Sache, weil dann gibt es wieder Leute, die beschweren sich und hier und da. Und das, nee, das machen wir nicht. Mittleres Flut, nein. Großes erst recht nicht, auch wenn wir dadurch natürlich sehr, sehr viel sehen, aber wir müssen das mal realistisch betrachten, meine lieben Freunde. Das funktioniert definitiv nicht. Noch alles die gleichen hier. Okay, also, ich könnte mir vorstellen. Schwierig. Weil das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Das lohnt sich hierfür nicht. Also tatsächlich würde ich dann eher sagen, das hier. Wie sehen die Kosten hier aus? Aufs Dach von dem Auto stellen. Ich würde vorschlagen, wir machen das einfach mal so. Und wir gucken uns das dann einfach mal hinterher an, wenn es wirklich dunkel ist. Ich denke, das ist eine gute Sache. Wie siehst du das? Weil ich denke, das sollte ja unseren Hof schon ziemlich ausleuchten. Der eine Scheinwerfer, der geht dann so in die Richtung. Ich denke, das könnte noch okay sein mit der Nachbarschaft. Das müssen wir uns dann gleich mal angucken. Okay, gut. Wir gehen jetzt einmal ins Gerätehaus. Und dann schauen wir mal, was da oben so abgeht. Weil bis es dann dunkel ist, ist ja auch noch ein bisschen Zeit, die vergeht. So passen wir denn hier gerade nicht durch die Treppe? So viel habe ich gestern auch nicht gegessen. Ist hier die Lampe an? Warum ist die Lampe hier an? Hat wieder jemand vergessen auszumachen? Das passt soweit. Okay. Wir kontrollieren gleich noch ein paar Räume. Damit das hier auch alles so seine Richtigkeit hat. Wie schaut das hier aus? Auf unserem Balkon. Ja, schön. Sehr schön hier. Okay, gut. Passt. So, die Wache ist endlich aufgeräumt. Wir machen die Tür mal eben hier noch zu. Warum will sie gerade nicht zugehen? Jetzt ist sie zu. Okay, gut. Ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt wieder nach Hause, ne? Was? Ölspur. Wirklich jetzt? Ich wollte gerade nach Hause fahren. Toll. Okay, Gott. Ölspur. Ich habe immer noch keine Klamotten hier. Warum habe ich immer noch keine Klamotten? Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Es geht ja nicht, dass ich hier die ganze Zeit ohne Klamotten unterwegs bin. Wo ist die Ölspur überhaupt? Da hinten, okay. Gut, dann müssen wir da wohl oder übel hinfahren und versuchen, die Ölspur dann einmal zu entfernen. Ich denke mal, das werden wir auch innerhalb kürzester Zeit hinbekommen. Da brauchen wir jetzt auch nicht viele außer Feuerwehr für. Ich denke mal, das kriege ich sogar alleine hin. Aber wir gucken uns das erstmal an. Wichtig ist, erstmal das Blaulicht einzuschalten, dann dahin zu fahren. Das ist ja auch gar nicht so weit entfernt. Gucken wir nochmal auf die Übersichtskarte. Ja, das ist hier unten. Okay, passt. Können auch theoretisch hier über den Hof fahren. Weil das mögen die nicht so gerne. So, nicht erschrecken. Ich würde die Tröte hier einfach mal anlassen, weil sonst kommt da wieder Gegenverkehr und das ist einfach echt ein bisschen gefährlich hier.
Okay, also hier vorne soll sich die Ölspur befinden. Wo denn dort? Das ist einfach nur dieser eine Fleck. Wo kommt das denn plötzlich alles her? Fahren da nochmal vorsichtig. Ah, warte, wir stellen uns mal hier so hin. Machen wir jetzt erstmal zu. So, ja, tut mir leid, aber hier ist gerade erstmal zu, ne? Kann auch nicht ändern. Muss sein. Muss alles sein. Hat alles seine Richtigkeit. Hier machen wir auch ein bisschen Platz. Gut, okay. Prima. Das passt für mich. So. Dann versuchen wir das auch schnellstmöglich hier alles zu entfernen, weil ihr seht, es ist ein kleiner Stau hier entstanden. Jetzt müssen wir gleich alles noch auftragen. Ich frage mich halt, was ist hier passiert? Wie kann eigentlich nur jemand Driftversuche unternommen haben und es dann erfolgreich geschafft haben, hier zu verunfallen? Ist denn noch mehr hier? Bei der Ölspur. Ich sehe jetzt gerade nichts. Ich will jetzt einfach mal kurz wieder die Sichtbarkeit hier anmachen. Bringe die Ölbindemittel auf die Ölflecken. Ach, bringe das Ölbindemittel auf die Ölflecken auf. Ist denn hier noch ein Ölfleck? Ich sehe gerade tatsächlich keinen. Oder hier? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder im Haus vielleicht. Ja, vielleicht ist das im Haus. Ja gut, das ist irgendwie Kunst. Oder kann das weg? Weiß ich nicht. Nee. Wir haben doch hier alles abgestreut. Oder stehe ich hier noch auf einem Ölfleck? Nö. Ist alles soweit ready. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Aber hier habe ich ja auch. Hier sehe ich jetzt aber auch nichts drin. Und da kann ja auch nichts im Haus drin sein normalerweise. Nee. Hier ist nichts. Hier ist definitiv nichts. Ja, wir haben ja hier abgestreut. Jetzt müssen wir halt ein bisschen warten, dass das wirkt. Ne? Weil wenn ich jetzt hier so entlang gehe, hier passiert nichts. Normalerweise müssen wir es ja auch noch wegfegen, aber ich kann es gerade nicht. Ach, da. Hä? Okay, das war strange. Das war sehr, sehr strange. Und warum müssen wir das jetzt nicht wegfegen? Das ist mir ein großes Rätsel. Aber hier sind so einige Rätsel, die mir bisher doch sehr suspekt vorkamen. Jetzt müssen wir einmal gucken. Der Einsatz wird hier sofort dann despawnen. Kommen wir denn jetzt hier irgendwie vorbei? Ich glaube, das auch ohne irgendwie was kaputt zu bekommen. Ja, wir versuchen hier einfach mal zu drehen. Also es war wieder ein sehr, sehr interessanter Tag heute, aber diese Ölspur, allgemein so diese Einsätze sind alle ein bisschen merkwürdig. Wo kommt plötzlich diese Ölspur her? Was hatte das mit der Katze auf sich? Ich habe die doch gesehen. Ah, jetzt kommen wir auch hier vorbei. So, ey, lass mich mal hier durch. So, Blaulicht aus. Ihr seht es, ne? Das ist ziemlich eng hier. Könnt ihr auch alle mal einen Meter nach rechts fahren. Dann wäre das hier auch alles ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, das jetzt mit dieser Ölspur, das sieht für mich nicht nach einer normalen Ölspur aus. Das ist mir doch eher ein Rätsel, wieso jetzt genau dort eine Ölspur war. Die habe ich nämlich nicht verstanden.
Ja, man muss ja auch nicht jeden Einsatz verstehen, aber das war schon merkwürdig. Ich hoffe nur, dass, wenn es jetzt demnächst wieder einen Einsatz gibt, der dann halt auch erklärbarer ist und jetzt nicht so suspekt wie diese Geschichte. So, fahren wir wieder zurück zur Wache und dann reicht es auch für heute. Dann gehen wir eigentlich nur noch ins Bett, schlafen eine Runde und dann ist auch alles cool. So. Aber wisst ihr, ein Vorteil hat die ganze Geschichte. Wir können jetzt unseren Strahler einmal prüfen. Ja, okay, der ist jetzt nicht so stark eingestellt, dass hier dann auch alles ziemlich heftig beleuchtet ist. Aber ihr seht hier zum Beispiel, da ist noch ziemlich dunkel. Wir können ja mal eben noch einen anderen Strahler hier hinsetzen. Wo war das denn, Deko? Ein bisschen Budget haben wir ja auf jeden Fall noch. Händlerbereich? Ist doch kein Händlerbereich. Ich würde sagen, so ist super. So haben wir hier wirklich eine sehr, sehr gute Beleuchtung. Und können dann halt auch nachts ohne Probleme zum Gerätehaus fahren, dort rumlaufen. Das passt. Sehr schön. Einsatzabschluss. 23.45 Uhr. Das hat doch länger gedauert, als ich dachte. Aber manchmal ist das so. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und ja, ich gehe jetzt mal eine Runde schlafen. Ne? In diesem Sinne, bis morgen.